Ja, können wir nicht ändern. Das sind die Regeln der Nassau Challenge. Ja, wir haben ein Ticket, Opa, jetzt lass mich durch. So. Gehen wir mal ein bisschen weiter trainieren, würde ich sagen. Ach, das mit Oliver ärgert mich jetzt, aber ich habe mir aber schon gedacht, wenn einer stirbt, dann er, weil der Rest war schon mindestens einmal entwickelt. Die sterben nicht so ohne weiteres. Ist aber ein bisschen riskant, den gegen das Pokémon, gegen Macholo einzusetzen. Aber was sollen wir machen? Das wird nicht unser letzter Tod sein. Aber hey, kurz vom dritten Orden, erst das erste Pokémon verloren. Ich finde, das ist ein Schnitt, mit dem kann man sogar noch leben. Zwei Arenen ohne jegliche Verluste überstanden. Finde ich eigentlich ganz gut. Bin ich mir zufrieden. So, schauen wir unser Team an. Alles mindestens 21. Das ist doch mal hervorragend. Ein kleines Tänzchen. Ja, können wir machen. Tweety ist gerade in Tanzstimmung. Muschas. Ja, das machen wir lieber nicht mit dem. Weil, wenn er Eissperr beherrscht, das könnte wehtun. Muschas wäre so ein Pokémon, das könnten wir uns tatsächlich mit einer Profi-Angel nochmal irgendwo angeln. Da hätten wir mit Austausch auch noch ein Eis-Pokémon an Bord. Duse Trainer? Nein, Duse nicht Trainer. Duse Trainer? Nein. Ich habe eine Meinung, auf dem Außendeck wären drei Trainer gewesen. Gut, waren wohl nur zwei. Ist das Team noch fit? Team ist fit, sogar Team ist sogar sehr fit. Stellen wir uns erstmal Gary, würde ich sagen. Aber was setzt der Eumel denn als erstes immer ein? Ich glaube, sein Tauboga. Ah, wir haben Mankey verloren. Irgendwie wurmt mich das. Ich war schon gespannt, wen es als erstes trifft. Aber wenn einer da geht, dann Mankey. Das hatte ich schon befürchtet. Weil nicht entwickelte Pokémon sind halt ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr brauchbar. So, das Gift sollte Tauboga jetzt killen. So ist es. Kadabra. Ja, sollten wir Nidoking wahrscheinlich eher besser wegnehmen. Der hat eine gewisse Schwäche gegenüber Psycho-Attacken. So minimal. Obwohl ich glaube nicht, dass Kadabra den mit einem Hit umhauen würde, aber wir müssen es ja nicht herausfordern. Aussetzer macht erst Sinn, nachdem wir angegriffen haben, mein Lieber. So, jetzt könntest du uns aussetzern. Karma macht er auch. Confusion, weil das hätte bei Nidoking zum Beispiel richtig gezwiebelt. Oh, das zwiebelt sogar bei Shilock. Sehr schön, Shilock. So will ich das sehen. Ja, da haben wir jetzt ja auch einen. Wir bräuchten vielleicht noch ein Feuer-Pokémon in unserem Team. Ich bin mal gespannt, auf der nächsten Route könnten wir eventuell Traumato fangen. Damit hätten wir mit Hypno ein ziemlich zähes Psycho-Pokémon in unserem Team. Wäre eigentlich mega geil. Wir müssen nur halt hoffen, dass uns Traumato auch halt anspringt auf der Route. Alternativ könnte es da, glaube ich, noch Rattan anspringen. Gut, das könnten wir überspringen. Und Habitak. Dann hätten wir noch ein zweites Psycho-Pokémon. Das ist ein bisschen unnötig, weil wir jetzt schon Tweety dabei haben. Und ein Radical. Da darf wieder unser Nidoking. Der King darf ran. Ich muss gleich mal gucken, wie stark Doppelkick ist. Wenn Doppelkick nicht ganz so stark ist, dann bringe ich Nidoking einen Durchbruch bei. Oh, Fuchtel da.
Nidoking Ant ist gerade mal eine Attacke Stärke 90. Das gefällt mir. Mega Hieb hat Stärke 80. Ja, machen wir mal erstmal noch Silberblick weg, würde ich sagen. Bob ist besiegt. Tschüss, Bobby. Ja, den Zerschneider, den werden wir uns auf jeden Fall holen. So, wer ist denn noch nicht 22? Charlie und Naptap. Holen wir uns erstmal den Zerschneider, würde ich sagen. Rubbel, schrupp, schrupp den Captain. VM01. Sehr schön. Vielen Dank. So, wer kann denn das lernen? Ich hasse es, meinem Team VMs beizubringen, aber ich fürchte, wir kommen nicht drum rum. Also, Pickup kann es auf jeden Fall erstmal lernen. Und ich denke, hier, Charlie kann das mal beibringen. Statt Tackle. Weil, Pickup wird ja nicht mehr lang unserem Team verweilen. Von daher, was eigentlich gerade mega unnötig, ihm das beizubringen, fällt mir gerade auf. Trainer? Nein. Trainer? Nein. Okay, ciao. Trainer? Nein. Trainer? Nein. Okay. Trainer! Wo war ich, als die Party lief? Ja, zumal ist mir das ein kleines Kind, was will das auf der Party? Punkt 1. Punkt 2, ich war dabei, andere Trainer fertig zu machen. Ich finde, das ist eine legitime Entschuldigung. Das ging noch einfach. Ich wusste, dass er auch ein Trainer ist. Sie stehen schon so, es müssen Trainer sein. Wenn die Charaktere so stehen, Trainer. Wow, wir brennen, wir müssen aufpassen. Gott sei Dank ist Verbrennung kein Status, der außerhalb des Kampfes auch Schaden macht, weil ich glaube, wir haben keinen Feuerheiler. Ja, vom Level-Stil her wäre jetzt eigentlich Naptap dran, aber Naptap gegen Punita in den Kampf zu schicken, halte ich für taktisch eher suboptimal. Deswegen schicken wir Schlock an die Front und prüfen mal, ob wir eine Feuerheiler dabei haben. Haben wir nicht. Haben wir eine Beere, die Verbrennungen heilt? Natürlich nicht. Ah, wie gesagt, das fügt außerhalb des Kampfes keinen Schaden zu. Unser Radikal ist also, solange wir es nicht wieder in den Kampf schicken, nicht in Gefahr. Wer bist du? Wer bist du? Okay. Nichts Wichtiges. Ein Angler, da haben wir doch genau das richtige Pokémon an erster Stelle für. Naptap. Aua. Obwohl gar nicht mal so Aua tatsächlich. Erstmal Aua schreiben und dann wieder feststellen. Och, war doch gar kein Aua. Tödem. Tentacha. Ja, da können wir tatsächlich eher wenig machen. Nidoking. Ich will mal Fuchter ausprobieren. Ich mag Fuchter. In your face. Ja, so nett hatte ich mir das vorgestellt. Good job, Nidoking. Ich weiß nicht, wer der Leader unseres Teams ist, weil Nidoking ist einfach... Es ist halt ein bisschen fies, weil es ist halt ein Pokémon, das ist auf Level 16 schon voll entwickelt. Dadurch, dass seine zweite Entwicklung halt durch den Stein herbeigeführt werden kann und seine erste Entwicklung relativ früh ist. Es ist halt eine Kombi, das macht das Pokémon im Early Game sehr stark. Später kann es halt nicht mehr mithalten, aber... So für den Anfang ist Nidoking halt echt immer eine gute Wahl, weil er wird halt schnell stark. Bist du für einer? Pikachu. Pikachu kriegen wir tot mit Naptap. Da sehe ich jetzt keine Gefahr. Sprache und war paralysiert.
Sehr schön. Mit dem letzten Trainer, der MS Erne, kriegen wir jetzt unser fünftes Pokémon auf Level 22. Ich bin sehr begeistert. Hier kriegen wir nämlich nur einen Pokédex-Eintrag von Relaxo. Also nicht den vollständigen. Relaxo gilt jetzt als gesehen. So, und wir sind auf der MSN fertig. Warte mal. Hier gibt es übrigens einen interessanten Mythos. Es gibt einen Hack, wo man über einen Wall-Hack das gesamte Gebiet vor diesem Hafen sehen kann. Und das ist U-förmig von Felsen eingeschlossen. Das heißt, das Schiff kann gar nicht weg. Das heißt, es steuert gerade gegen einen Felsen. Warte mal. Deswegen kommt das Schiff auch nicht wieder, weil es sinkt. Kleine Pokémon-Verschwörungstheorie, kann man einiges zu nachlesen, wen es interessiert. Ach ja, auch ganz wichtig, darf ich nicht vergessen. Ja, wir wollen etwas über Pokémon hören. Oh, der redet. Einen Radcoupon, jetzt können wir uns das Fahrrad holen. Das werden wir auch gleich mal tun, aber erstmal heilen wir mal schnell unser Team. Kurz gucken, ob Pickup was gefunden hat. Hat er nicht. Und jetzt einmal schnell hochgebeamt. Das ist eine super Strecke, um später übrigens Eier auszubrüten. So. Danke, wir haben das Fahrrad. Markieren wir mal. Die Angel kann auch mal weiter nach oben. VMTM-Box. Bärentüde. Und der Kampffahnder von mir aus auch, wenn mal ein bisschen trainiert werden muss. Gut, haben wir auch das Fahrrad. Sehr schön. Und der Schneider können wir jetzt ja schon einsetzen. So. Huch, da war ich zu schnell. So, ich kaufe nochmal ein paar Pokébälle. So, und dann will ich mal gucken, wie mir der Dicktri-Glitch gelingt. Ich finde, Naptop an erster Stelle ist gar keine so schlechte Sache, weil das kann immer die Dicktris auch abwehren. So, einmal ein kleiner Quicksave. Ist natürlich die Frage, ob hier noch Dicktas drüber kommen, ich weiß es nicht. Okay, das ist nicht ganz ungefährlich hier. Stelle ich gerade fest. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Also es funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie viel Schutz wir dafür brauchen. Oh, fuck. Okay, es hat sich gerade erledigt. Wenn man denkt, die Nassdruck-Challenge-Regeln. Wir haben ein Dicktar gefunden. Es war das erste Pokémon in der Höhle. Wir haben es getötet. Wir dürfen Dicktars Höhle nichts mehr fangen. Oh, Mann. Ich bin so doof. Ich bin so doof. So, mal gucken, wer sich uns hier anschießt. Traumato, 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 Traumato. Ah, wie zack, ich hab's geahnt. Ah, leck mich doch. Och, leck mich doch. Auf dieser Route dürfen wir auch nichts mehr fangen. Da haben wir aber auch kein Glück. Yay, auf der einen Route... Auf den
2 Runen haben wir jetzt für den Folge des Pokémon, das wir dort fangen dürfen, getötet. Juhu! Wie man die Nuzlocke Challenge sabotiert. Man nehme. So ein Dreck. Naja. Bleibt uns Pickup noch ein bisschen länger erhalten. Hat doch auch ein gutes. Wow, Magneton, das ist ein würdiger Gegner gewesen. Nidoding erreicht Level 23. So, Nidoking kommt jetzt erstmal an letzte Stelle. Erstmal sind jetzt erstmal Shilock und Tweety dran, weil die in der nächsten Arena nichts werden reißen können. So. Hallo. Ja, da wechseln wir doch mal lieber gleich. So, da brauchen wir einmal eine Gegengift. Und... Ne, Supertrank ist da noch nicht nötig bei den KP. Meine Güte, gibt es hier viele Trainer, die ganze Route ist ja hier voll. Ah, wir haben auch echt kein Glück. Laptop. Naptop erreicht Level 23. Magnetido, ja, das kann nur einer killen. Vielen Dank. Ein Super Bashen. Er ist der Beste seiner Klasse. Oha. Ja, wollen wir noch gucken, was er auch in der Praxis drauf hat. Schlock. Aquaknarre. Aquawelle. Unser Team macht sich aber langsam. Ich bin echt zufrieden. Ja, es ist ja mal ein Radikal-Fight. Finde ich. Der Radikal-Kampf ging sehr schnell. Unser Radikal triumphiert. Also Charlie triumphiert. Habe ich auch von Charlie nicht anders erwartet. Ah, Pickup hat was gefunden. Wilbierbeere, das auch mal auf den Bären zu finden und irgendwas finden, was wir brauchen können. So, das ist wieder korrigiert und ich wollte das Tweety-Level, genau, so. Nö, nicht unbedingt an Habitak. Fukano, schon eher. Wow. Das gab ein bisschen viel Damage. Okay, die Trainer werden langsam etwas nervig. Ein Supertrank für Tweety. Okay, das Sound ist wieder so ein Elektro-Hamsel. Nidoking. Kann sich Nidoking schon mal dran gewöhnen, Elektro-Pokémon umzuhauen? Denn gleich gibt es eine ganze Arena davon. So, Nidoking hat das hervorragend gemacht. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Von unserem Player. So, wir hatten schon das Vergnügen, genau. Rettern habe ich keine Lust zu bekämpfen. Wir hatten auch schon das Vergnügen. Wir aber noch nicht. Und da haben sie, der da unten rennt, hatte, glaube ich, auch noch nicht das Vergnügen, gegen uns zu verlieren. Auch das wollen wir gleich mal korrigieren. Ich hasse schwache Pokémon, sagt der Herr gerade. Ja, tun wir auch. Deshalb habe ich auch keine dabei. Nein, Pokémon müssen breit sein. Das sehe ich auch so. Wow, Nidorino. Das könnte lustig werden. Nö, doch nicht. Gibt nur verdammt viel EP.
So, und als letztes fehlt, hätte ich jetzt fast gesagt Radikal, aber Radikal ist gerade der Burner. Und einen burnenden Pokémon kämpfe ich nicht. So, das geht nochmal sehr gut. Nein, Supertränke brauche ich. Aber brauchen wir eigentlich nicht, aber wir können sie mal auffüllen. Gegengifte brauchen wir. Ja, natürlich, das Einzige, was es nicht gibt, ist ein Feuerheiler. Toll, vielen Dank auch. So, Pokémon. Das Nidoding an erster Stelle. So. Und wir speichern einmal, denn wir betreten die nächste Arena. Diese Arena werden wir uns allerdings erst in der nächsten Aufnahme widmen. Ich habe jetzt wieder 3 Folgen aufgenommen, die werden jetzt erstmal verarbeitet. Wir haben tragischerweise unser erstes Pokémon verloren. Mankey ist in der letzten Folge von uns gegangen. Allerdings haben wir dafür einen Nidoking, einen Radikal, einen Shillog, einen Dufloor und einen Taboga. 5 mindestens einmal entwickelte Pokémon, 2 davon sind sogar schon fertig entwickelt. Haben also ein sehr stabiles Team, waren eben so schlau in 2 Routen hintereinander das Pokémon, das wir dort hätten fangen können, zu töten. Das eine Mal war blöd bei Habitak, das war einfach Pech, weil Radikal so stark war. Und das bei Dicta war einfach nur Unachtsamkeit und Dummheit meinerseits. Da müssen wir jetzt mit den Konsequenzen leben. Ja, wie gesagt, unser Team sieht sehr stabil aus. Gefällt mir sehr. Ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen. Ich hoffe, ihr trauert Mankey nicht allzu sehr hinterher, weil es ist kein so schlimmer Verlust. Tja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme der Pokémon Feuerrot Nassock Challenge wieder. Bis dahin, haut rein!